Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine sehr spezielle Handfessel. Und zwar fällt auf, wir haben hier einen einzigen Schlosskasten und ein Schlüsselloch. Und das Ganze ist quasi hier kombiniert und für beide Schlossfallen zuständig. Wir haben hier in der Mitte den Schlosskasten, der recht einfach gehalten ist. Hier eine kleine Einrundung. Wir sehen hier unten zwei Vernietungen. Auf dieser Seite hier sehen wir dort zwei Vernietungen und hier auch ganz blass. Also ist davon auszugehen, dass wir hier vier Nieten haben. Hier oben sind die ebenfalls recht blass. Ich denke mal, zwei sind von hier eingestanzt worden und zwei von hier. Dann haben wir hier einen Übergang entsprechend zum Handschellenflügel und dann geht das Ganze hier quasi in eine kleine Rundung, wo hier entsprechend der Niet sitzt, der den Handschellenbügel befestigt. Ansonsten haben wir eine präzise Verarbeitung, jedoch sind die Kanten nur entgratet, also nicht wirklich rund, was wahrscheinlich auf eine Eigenproduktion hindeutet oder vielleicht auch auf eine China-Produktion. Das ist allerdings hier an dieser Stelle unbekannt. Beschriftungen gibt es keine. Und ansonsten haben wir hier entsprechend das Mittelteil, welches den Schlosskasten umrahmt. Wir sehen hier in der Mitte eine kleine Einkerbung, also wahrscheinlich ist das auch ein Zweiteiler, obwohl wir dann hier eigentlich auch eine Einkerbung haben müssten. Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Hier auf der Rückseite haben wir noch den Niet für den Schlüssel oder für den Pin im Schlüsselloch. Nun kommen wir schon zum Geräusch der Handfessel. Wir hören hier einen gewissen Unterschied von dieser Seite zu dieser Seite. Hier haben wir einen helleren Ton und hier einen dumpferen. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Intoleranz innerhalb der Handschelle, sind aber beide Seiten hier fest und entsprechend sicher. Wir haben einen recht satten Ton, allerdings hört er sich doch auch sehr blechernd an, was natürlich hier auch wieder für die günstige Produktion spricht. Der Handschellenbügel hat keinerlei Führungsrillen, also hier wirklich minderwertige Sicherheit. Wir haben hier entsprechend dann die Zähne. Die Zahnstange ist hier leicht entgratet. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Zähne für 20 Schließpositionen. Wobei die größtmögliche diese hier ist. Hier haben wir 7,6 cm und die kleinstmögliche haben wir hier und dort haben wir 4,6 cm. Wir schauen uns das Ganze hier einmal im Schloss an. Wir haben eine einfache Schlossfalle mit drei Zähnen, die hier entsprechend eingreift. Auf der anderen Seite ebenso. Ansonsten haben wir dazu dann zwei Schlüssel geliefert. Das sind ganz normale Standardschlüssel. Das Einzige, was wir hier natürlich haben, ist ein Schlüssel, wo der Double Lock Pin hier entsprechend entfernt wurde. Vom Schlüsselkörper geht es dann weiter zum Schlüsselhals und hier haben wir einen einfachen Schlüsselbart. Und mit diesem können wir hier den in die Handschelle einstecken
und wir können hier einmal in jede Richtung drehen und den Bügel dann befreien. Wir machen das hier nochmal. Zack. Das war jetzt die andere Seite. Jetzt muss ich natürlich spiegelverkehrt denken. Zack. Und hier in die andere Richtung. Zack. Aufgrund der Bauweise ist die Handschelle sehr restriktiv, was hier natürlich sehr einzigartig ist. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr zu sagen zu diesem Modell, außer dass wir jetzt zum Gewicht kommen können. Und dort haben wir 237 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.